Was ist Kulanz? Fragezeichen. Wieder zwei Möglichkeiten. Einmal, wir tasten uns an den Inhalt heran, indem wir das Hilfsverb hier durch ein Vollverb ersetzen, oder wir benutzen hier eine Brücke. Es ist einfacher, hier anzusetzen. Kulanz bedeutet. Kulanz bedeutet, Komma, dass es geht um eine Beziehung zwischen Verkäufer und Käufer, dass der Verkäufer dem Käufer entgegenkommt. Ja, der Verkäufer kommt dem Verkäufer entgegen. Verkäufer, Käufer. Und das, obwohl er dazu nicht verpflichtet ist. Wie könnte er dazu verpflichtet sein? Er könnte dazu verpflichtet sein, gesetzlich oder vertraglich. Und hier hätten wir die zweite Möglichkeit, eine Brücke zu bauen zum Inhalt. Ich habe es hier gemacht. Kulanz bedeutet, man könnte auch sagen, Kulanz ist ein Entgegenkommen des Verkäufers. Er kommt dem Käufer entgegen, obwohl er dazu weder gesetzlich noch vertraglich verpflichtet ist. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.